Simon, was filmen wir heute? Wir filmen heute die zweite Episode von WDWIMRGH. WD was? Weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Weiß ich, weil du hast es mir gerade erzählt. Und zwar, wir hatten vorhin einen interessanten Gedankengang zum Thema Intelligenz und außerirdisches Leben. Also, wenn wir uns mal den Affen anschauen, dann wissen wir, dass die DNA vom Affen zu 99% übereinstimmt mit der DNA des Menschen. Aber wenn wir uns den Affen anschauen, dann ist er für uns total dumm. Trotzdem hat es der intelligenteste Affe nicht weiter geschafft, als mit Zeichen, Sprachen und ein bisschen zu kommunizieren. Was im Endeffekt unsere Fünfjährigen können. Ja, also das heißt, in diesem 1% Unterschied, ja, liegt das komplette menschliche Denken begründet. Ganze Mechanik, Raketen und alles Mögliche. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Eine außerirdische Spezies kommt zur Erde, die genau 1% weiter entwickelt ist als wir. Dann wären wir für die praktisch so wie die Affen für uns. Die würden sich gerade denken, dass unsere intelligentesten Menschen auf der Erde so viel können wie deren Fünfjährige oder deren Kinder. Wir wären Affen für die. Völlig bescheuert. Völlig verrückt. Wir sind doch nicht mehr überhaupt irgendwie intelligent. Das ist völlig abgefahren, Simon, was du dir letztens gedacht hast. Trotzdem kann der Affe nicht mehr als unsere Fünfjährige. Verstehst du, Eduard? Machen wir nochmal. Der Satz war total scheiße. Du hast den Satz anders angefangen, als du ihn aufgehört hast. Das war irgendwie spannend. Nee. Ja, verstehst du? Verstehst du? Auch ein Affe kann Sätze anders anfangen als aufhören. Ja, die Aufnahme läuft. Ja, wir müssen lauter sprechen. Immer lernen. Und schlack. Brett? Hallo und nee, herzlich willkommen. Weil ich mir gerade im Gesicht verwickelt habe.